Hi und willkommen, mein Name ist Andy Goldby und ich begrüße euch zurück zu Let's Plays. Da war jetzt sehr merkwürdig. Ich wollte erst ein anderes Projekt hier vorstellen, dann habe ich mir gedacht, nee, das ist falsch, und in meinem Kopf habe ich schon wieder ein anderes Projekt im Kopf gehabt und das war auch falsch. Und ja, Super Smash Bros. Ultimate jedenfalls. Gut, machen wir einfach weiter. Guck mal, da ist ein Gegner. Komm, wir machen den platt. Boom. Ich habe ja gerade alles nicht gehört, gesehen und geschmeckt und gerochen. Wir spielen übrigens Ken, weil warum nicht, ne? Haben wir es letztens freigeschaltet. Oh. Das war deine Schuld. Okay, je länger man gedrückt hat, genau. Ich vergesse das immer wieder. Jetzt das. Oh man, jedes Mal kann man nur so brutal oft diesen perfekten Ausweich machen. Ich mache das auch manchmal, aber bei mir ist dann immer versehen. Ich habe da noch nie absichtlich gemacht. Ja, passiert eigentlich, wenn ich mal in der Luft damit treffe. Boom. Boom. Nein, meine Hand hat sich nicht mit meiner Faust verbunden. Bei meinen Taunt. Na, was wartet ihr hinter auf uns? Ah, ja, macht das Spielchen hier. Ich verstehe. Mama Vince platt. Der Gegner hält im Kampf Verstärkung. Der Makisa Bokyaku. Ah, du setzt die ganze Zeit den Pinsel ein, weil du, ich verstehe. Schuss. Warte, da kommt noch einer. Komm, ja, dauerhaft Schaden, merke ich gerade. Huja! Ich liebe diesen Wurf. Ich habe schon einen Street Fighter gemacht. Oh, es hat eine friedliche Musik. Schokolade. Nein. Nein. Mach doch mal etwas. So. Boom. Was? Wird denn den Schlag denn rausgehauen? Egal. Er ist tot. Das ist das, was zählt. Der Sieg. Das Ziel zählt, ne? Ja. Darum ist eine andere Welt, genau. Ja, ich mir gedacht. Die Probleme machen ja das Leben schwer. Dieser eine Typ, der hier von am Randalieren ist, ne? Dieser eine Junge. Bling. Hey, nee, falsches Spiel. Oh, oh, oh. Habe ich in so eine Tom und Jerry, so eine Tom und Jerry Staubwolke einzufangen. Warte, was mache ich da? Mein Gott. Ich glaube, oh cool, hatte ich noch gar nicht. Ich glaube, meine Angriffe sind jetzt irgendwie schwieriger zu blocken, weil ich so starke Geister habe oder was? Ja, vielleicht werde ich doch immer mächtiger, wenn ich, oh geil, wenn ich mehr Fähigkeiten habe, dass die sich irgendwie so stapeln oder so. Oh nee. Den Kampf kenne ich noch aus den Dingen hier. Geistertafel. Komm, die ganze Zeit setzen ihren blöden Hammer ein. Nicht fern von den alten. Du hast die ganze Zeit einsetzen und irgendwann klappt das natürlich mal. Da war schon der neue, habt ihr gesehen? Aber ich heim mich jedes Mal hoch, das ist gut.
Das Problem ist, ich werde, glaube ich, auch schon mit 20 oder irgendwie sowas rausgehauen damit. So, da schon wieder der neue. Verarschen. Wie passend, ein Street Fighter Charakter mit zwei verschiedenen. Probier sich verarschen. Ja. Ich wollte sagen, ein Street Fighter Charakter hat normalerweise auch zwei Ultimates, von denen man wählen kann. Boah, bist du ich. Er hat schon nicht geschafft, hat irgendwie zu mir runterzukommen. Ey. Okay. So, ich nehme an, weil er hier in Level 3er ist, wartet da was Besseres, ne? Eine Truhe, sag ich doch. Disken. Okay. Da wartet ein Kämpfer. Her damit. Mega Man X. Oh, wie gut, dass wir gerade einen Anti-Dingensboden bekommen haben aus der Truhe. Ich habe schon wieder verpasst. Da wird schon gehen. Und lebend Kämpfer. Und da kommt natürlich mehr. Oh Gott, hat mich da erschreckt. Also jetzt Wagentüte. Ich will mal so eine Tüte über mein Mikrofon, damit das nicht verstaubt. Will sie mich eigentlich verarschen? Und dann hat sich jetzt irgendwie von allein irgendwie Geräusche gemacht. Weil warum nicht? Will ich euch eigentlich verarschen? Das ist jetzt das vierte Mal hintereinander, der diesen Angriff geblockt hat. Kann man so oft hier diesen Angriff blocken? Ich glaube, sind am Cheaten, Mr. CPU oder COM, mehr oder weniger. Boah, jetzt habe ich schon wieder in der Luft geblockt, hätte mich beinahe mein Sieg gekostet. Und ich muss gegen noch zwei von diesen kämpfen, ey. Sag mal. Oh, ich hasse so gegen Mega Man zu kämpfen. Ey. Warum ist der so nervig? Ey? Oh, tschüss. Nein! Bist dich. Bist dich. Danke. Was? Guck mal her. Duft. Ich mal an, einfach gemacht. Geil. Ah, geil. Was ist das? Das gibt's jetzt nicht. Das war eine Mine kaputt gemacht. Wie kannst du es wagen? Ich glaube, ich brauche einen besseren Geist. Was ist das? Ich habe einen auf Street Fighter gemacht, habe gesehen. Stimmt, ich tue mich ja nicht heilen, das ist ein Problem. Wer bist du? Schon gefragt. Hey. Kommt immer mehr Schaden. Oh. Boah, fliegst du mal raus, ey. Ja, gibt's das jetzt einfach nicht, ey. Ich probiere mit Kenya Leute rauszuhauen, habe ich das Gefühl. Tschüss. Sterb, boah. Da kommt ein Schwert, so wie ich, geil.
Oh, und der haut mich natürlich sofort raus. Oh. Ein scheiß Kampf, ey. So, nein. Müssen wir. Ultra Bremser, Helfer Schreck. Starker Smash. Ich suche was zum Heilen, hallo? Ja. War, oh, ist ja nicht effektiv. Einen roten brauche ich, ne? Ja. Bringt mir nicht viel. Ich brauche Ausweichhelfer, Curry, Gewicht hoch, starker Smash, ja. Boah, will ich verarschen. In diesem blöden Elektroboden wieder muss ich hier wieder extra hier umändern alles. Ich mache Heilungsschild, macht den zwar jetzt stärker, aber soll's. War Heilung bei so einem blöden Gegner. Also ich bekomme jetzt sehr viel mehr Schaden. Das wäre natürlich jetzt sehr doof. Aber wie viel besser ich mich jetzt anstelle oder auch nicht. Was ist das? Danke. Er tut ja auf seine Sachen ja auf einen Ball an. Also bringt es das ja hoffentlich. Aua! Oh. War ein Level 4 Gegner? Nee, ne? Ich glaube, da war sogar ein Level 4 Gegner, oder bin ich mir ein? Boah, Junge. Ah. So, nein, das gibt's jetzt nicht. Oh, Junge. Geh doch mal raus, ey. Oh, nee. Danke. Muss er so früh wie möglich einsetzen. Der hat seine Dingszeit weggeworfen. Du enden weg. Ja. Moveset von Mega Man, das kotzt mich so an, ey. Da ist. Oh, komm, hier. Ich muss ein Dings hier holen. Angriff, ey. Kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Dass ich hier in Linie wieder nicht weiterkommen. Oh, nein, nicht Kämpfer. Boah. Ausweichhelfer, kritische Treffer, Lauftempo, ist alles nicht so gut. Na komm, ich möchte auch ein bisschen mehr Schaden machen, oder? Oh. Oh. Oh, kannst du mal aufhören, die jetzt mal abzuwehren? Ne? Noch nicht mal normal. Ey. Ja, ist klar. Blick in die Mine. Natürlich nicht. Du setzt ein Shoryuken ein. Da ist auch kein Shoryuken. Das ist ein Shoryuken. Warum ist dieser Kampf so schwer, ey?
flieg raus, Mann. Ah, ich krieg da Kotzen, ja. Der hat das schon wieder abgeblockt, ey. Torte. Ja, damit. Oh mein Gott, jetzt verreckt doch mal endlich. Der hat das schon wieder abgeblockt, ey. Flieg raus! Der ist immer noch am Leben. Oh. Und danach muss ich gegen noch zwei Gegner kämpfen. Das ist doch einfach nicht wahr, ey. Alter! Haben wir es jetzt mal auf Halt? Flieg raus! Hi. Oh, der hat auch seine Ultimate. Okay, langsam wird's lächerlich. Hör auf damit. Oh. Ich kotze dazu an, gegen Mega Man zu kämpfen. Von allen Charakteren, ey, muss Mega Man sein, ey. Und ich muss dreimal gegen den kämpfen, in einem Kampf. Oh, ey, Junge. Der fährt die ganze Zeit diese Dinger ab, ey. Oh, komm. Nee, ich habe echt keinen Nerv für den jetzt, ey. Will jetzt hier nicht 20 Minuten an diesem blöden Kampf hier sitzen. Muss ich ihm den Kämpfer später holen. Ja, ich habe jetzt echt keine Lust auf das, diesen Scheiß. Karate Kurt, ja, perfekt. Ich bin auch voll Karate. Boah, er war so retarded hier schon wieder. Das Rhythm Fever Heaven oder Rhythm Heaven Heaven Fever oder wie auch immer das Spiel heißt. Da wollte ich auch mal Let's Play. Das sieht witzig aus, das Spiel. Also gegen die Kisten, ey. Der ist voll auf die losgegangen. Aber ich wechsle leicht den Charakter, aber irgendwie bin ich mit Ken nicht so gut, habe ich so ein Gefühl. Kann vielleicht sein, warum ich gegen Mega Man eher so auf der Fresse krieg. Hi. Den hatte ich so noch gar nicht. So, wir gehen zurück zum Mega Man, wenn ich irgendwie voll hochgeballert bin, ne? Mit Lernfähigkeiten wieder. Guck mal, was hier drin ist. Fremde Dimension. Was könnte das hier sein? Ein fliegendes Wesen soll ich leiten, trifft deine Wahl. Flügel, Pikmin. Flügel, oder was? Muss ich die richtige Wahl hier treffen, oder was? Hi. Ja, noch nicht mal dadurch kaputt, ey. Nein. Verarschen. Oh. Oh, was ist das denn hier auf einmal? Wie habe ich denn so viele Probleme mit allen auf einmal? Ja. Kommt der runter? Ich habe gerade einen richtig nervigen Kampf, aber ich habe beschissene Laune hier. Freck jetzt hier gefälligst.
wenn ich gegen euch kämpfen will. Tschüss. Oh. Ein Mann kann nur so viel Bullshit an einen Tag verkraften. So, ich kann aber trotzdem gegen die anderen kämpfen, ne? Ja, wir wechseln auf jeden Fall einen Charakter nächstes Mal. Also Quill liegt ein bisschen so erkennt einfach verloren, aber ich brauche jemanden besseren gegen Mega Man. Aber seid ihr alles? Boah, schon wieder so viele? Was ist das? Ich werde die ganze Zeit auf den Boden geschlossen. Alter, was ist das? Was macht der da? Die sind irgendwie in Sekunden schneller am Boden. Sag mal. So. Das ist auf jeden Fall beschleunigt. Oh. Wo ist Ike? Ich will Ike haben. Mit dem kann man schön die Gegner raushauen. Dann kriege ich natürlich irgendwie ganz am Ende oder so wahrscheinlich. Oh. Ich nehme an, das ist eine Welt von Pikmin. Fremde Dimension. Oh nee. Warum sagt das Ding überhaupt Pika? Ja, das ist ein Pichu. Ist er nicht Pichu oder sagen? Ah, oh, das ist irgendwie verdammt einfach hier gerade. Was ist das? Nein, die wollte ich nicht machen, Mann. Oh, aber bist nicht. Hey, mein Gott. Gut, weiter. Oh. Sieht aus wie Akuma, wenn er irgendwie sein Special hier macht. Wo er so über den Boden so rutscht. Was? Also. Stärke Arm, Angriffe, Beinangriffe, Lauftempo für Gegner. Ah, was war ein Zufall? Meine Spezialtechniken sind stärker. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Er wird langsam ein bisschen lächerlich, ey. Ich glaube den Computer nicht, dass die so oft perfekte Abwehr machen. Das ist auch voll gescheatet. Das ist genau wie bei Mario Kart, wo die Gegner einen irgendwie mit roten Panzern oder so abschießen, obwohl die noch keine Itembox oder so gesammelt haben. Das war doch, glaube ich, in einem Spiel so. In einem Cheaten. Und er hat die irgendwie Items so schnell einsetzen. Also bei Mario Kart ist das ja so, die, du sammelst eine Itembox ein und dann rotiert das erst. Egal wie schnell du drückst, das muss erst immer so ein oder zwei Sekunden rotieren, bevor du irgendwie ein Item einsetzen kannst. Die Computergegner, die sammeln Itembox ein, schon werfen die irgendwas auf ein. So läuft das ungefähr. Alter, haben wir es jetzt bald. So, boom, hast du den gesehen? Ja, boom. Ich glaube, mit Ken bin ich nicht so gut. Oder mit Rio anscheinend, weil Echo-Kämpfer und so, weil sonst hätte ich so das Gefühl, die einfach die Kämpfe werden einfacher. Ach, Ruhe, weiß noch Punkte brauche ich eigentlich nicht mehr so. Da wo ich jetzt lang weiß, was sind eigentlich noch für ein Boss so übrig hier.
ins Spiel. Am rechten Pfad steht jener, den Tant und Trödel liebt. Trifft eine Wahl. Tant und Trödel. Weiß ich. Ist ja nicht egal, gegen wen ich als erstes kämpfe. Nehme an, der Pfad wird sowieso geöffnet, ne? Eine sah aus wie ein Ladenbesitzer, also nehme ich mal an, der war richtig, aber... Bist nicht. Sehr gut. Keine Zeit für sowas. Schlaf ich doch nicht mit einem Fuchs hier rum, hallo? Der war auch richtig anscheinend. Oh, Kämpfer. Und Ruhe. Vielleicht auch hier nur eine Truhe auf, wenn ich auch die richtige Wahl treffe. Ja, ihn hätte ich eigentlich getippt, war richtig, aber anscheinend nicht. Oh geil. Geil. Oh, noch ein Drache. Geil. Oh, Rattalos versus Tiki, das wäre doch mal ein geiler Kampf, ne? Schön. Okay, Truhe habe ich da gesehen. Ja, damit. Mm. Haben wir gewonnen. Noch mehr Geisterpunkte. Ich nehme an, man kriegt hier halt nur Geisterpunkte, ne? Rob. Den haben wir auch noch nicht, stimmt. Müssen eigentlich so 60 Kämpfer oder so haben im Moment, ne? Irgendwie sowas. Ja, ist klar. Was ist das? Ja, bloß keine Kombos gegen mich ein oder so, ne? Da habe ich auch mal eingesetzt, ne? Mal nachgucken, wie man das macht. Ich aufgefangen, was machst du jetzt? Ja, ist klar. Boah. Wie so ein Bodenlage. Mit spreizten Beinen, also Hilfe. Na, warte, lass mich mal zu dir näher hinkommen. Und das war's mit Rob. Gut. 10 Lernpunkte für umsonst. Boss Galga, oh nee, das sieht. Ich habe schon das Gefühl, was passiert. Gegner nach Items und die werfen diese Dinge auf mich, ne? Was habe ich da gerade? Ach nee, dran ballert. Durch. Nein, oh. Ja, schon der nächste, der fliegt schon der nächste. Legt raus. Wir haben eine Erdbeere gefangen. Mein Gott. Finger weg von dem Ding. Ja, was ist das? Durch wird davon keiner eingefangen. Der ist genau da reingefallen. Müssen wir verarschen. Wizard. Wizard, habe ich gesagt. Ah,
geschwestert. So, oh mein Gott. Ich auch noch gar nicht, okay. Gut. Den Rest dieser Welt sehen wir dann im nächsten Part. Gehen wir schon mal da hin, ne? Der Noppon-Schritte solltest du suchen. Was? Wo ist denn hier der Boss? Ich glaube schon auch wieder Boss. Da ist ein Kämpfer. Mich stört das so, dass ich irgendwie nicht die Karte so rauszoomen kann oder so. Wahrscheinlich ist auch noch ein Kämpfer. Cool. Oder war es aber für diesen Part, ne? Was kann man denn lernen? Giftresistenz und also was, ne? Vor allem nur Resistenz, ne? Nicht Schutz. Das ist das, was mich stört. Smash-Ladeschutz, perfekter Schildhelfer, Aktivitäten hoch. Ja, ich glaube, diese Sachen hier sind bisher die besten noch. Gut, am Ende ich den Part. Wir gehen mal zurück zum Hauptmenü, um zu gucken, haben wir irgendwie was. Wir haben 59 Kämpfer, okay, fast 60, ne? Und ja, der Geister haben wir von. Wir brauchen nur noch 202. Ne, 142. Glaube ich, egal. Jedenfalls, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Abenteuermodus und gibt's hier was? Ich habe genug Asche, also nichts Neues. Er ist neu und er ist sogar billiger. Oh, Mega Glue X. Genauso gleich wie mit Mega Mewtwo Y. Mega Glurak X kommt überall vor, nur nicht die andere Version von Y. So, jedenfalls, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Wäre sehr lieb von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.